Ja, hallo, ich bin der Vari und heute gibt es mal wieder eine Wildkameraernte. Ich bin hier bei der Inislink, die hatte ich noch mal woanders hingestellt und da seht ihr jetzt die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Viel Spaß beim Zuschauen. Was gibt es denn Schöneres, wenn man unterwegs zur nächsten Wildkamera noch ein paar Brombeeren erhaschen kann? Ja, fehlt ein bisschen die Wärme und das Wasser. Die schmecken nämlich ein bisschen herb. Die war süß. Die ist sauer. Naturbelassen. Bio. Auf dieser Futterwiese hier wächst so viel Klee, dass die ganze Wiese irgendwie violett aussieht. Sieht lustig aus. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zur Campag T80 und dann gucken wir mal, was da so Schönes drauf ist. Die Eisiger IG 600.
Die habe ich ein bisschen umgebastelt mit dem Ton, weil der ziemlich schlecht war. Die hing eine ganze Weile hier. Dann seht ihr jetzt ein paar Aufnahmen davon. Ich glaube, da sind auch sogar noch ein paar ältere Aufnahmen dabei. Viel Spaß beim Zuschauen. Das ist ja einer meiner teuersten Kameras. Es heißt aber nicht unbedingt, dass es die beste ist. Aber die Kamera habe ich schon recht lange. Da steckt eine SIM-Karte drin und die schickt mir auch regelmäßig Fotos. Meistens von einem Eichhörnchen. Jetzt zeige ich euch die Aufnahmen, die sie gemacht hat. Viel Spaß beim Zuschauen. Hat sich der Harte ja bestimmt richtig gefreut, weil der mag Eichhörnchen, glaube ich, am liebsten. Den sein Kanal steht unten drin. Soll ich euch mal was sagen? Durch den Regen, der jetzt seit 2 Wochen hier kommt, sieht der Wald viel grüner aus. Und ich muss ein bisschen aufpassen, weil durch dieses viele Grün, da komme ich ein bisschen vom Weg ab. Da ist mein Orientierungssinn ein kleines bisschen beeinträchtigt. Aber keine Sorge, ich finde sie alle wieder. Die hängt ja so schief. Angekommen bei der Cimo CH8201. Die hängt ein bisschen schief. Ich weiß gar nicht warum. Gucken wir einfach mal nach. Dann sehen wir es ja.
Also ich bin gerade ein paar Aufnahmen durchgegangen von der Simonsee und mir ist aufgefallen, dass die vielleicht ein bisschen zu niedrig hängt. Deswegen habe ich sie ein kleines Stück höher jetzt gehangen. Und ich klemme noch ein Stöckchen dahinter, dass der Winkel sich ein bisschen ändert. Und dann sollte das etwas besser aussehen. So. Dann gucken wir mal beim nächsten Mal, wie das jetzt aussieht. Okay, weiter geht's. Hallo. Das war jetzt, das war die Cool Life in Tarnoptik. So ein glatter Kasten im Wald ist sehr unnatürlich. Wenn aber die Flechten so gebrochen sind, schräg angelegt sind, dann ist es nicht ganz so schreckhaft. Und die hatte ich ja schon umgebaut mit dem Ton. Die ist von der Bildqualität her nicht ganz so gut, aber sie macht ihr Ding. Und sie fällt an der Stelle nicht so auf. Das war's von mir. Eine kleine Wildkamera-Ernte mal wieder. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Jetzt kommt Wind auf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Ciao, euer Vari.